Mann der Holzwolle 27 wird in einer Schauwohnung anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Bauhauses an die Kultur der DDR zurückerinnert. Zur Verfügung gestellt wird sie von der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft. Der Herr Drieschner vom Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR kam vor etwas über einem Jahr zu uns und meinte, 100 Jahre Bauhaus, möchte die EWG dazu beitragen, er sucht eine Museumswohnung. Die Wohnung ist für uns sehr schön, weil die noch relativ authentisch ist. Es ist eben eine Plattenbauwohnung mit einer Originaldurchreiche. Und diese Wohnung wollen wir aber nicht herrichten im Sinne einer historischen Wohnsituation, sondern mit einer künstlerischen Installation versehen. Man hat dann eine museumsähnliche Ausstellungs- bzw. Projektierungsfläche. Und dann werden funktionsunabhängig die Dinge, also egal ob die damals eben aus der Küche, aus dem Bad oder aus dem Kinderzimmerbereich waren, werden dann eben sortiert nach Farben in einem bestimmten Design auf dem Boden angeordnet. Die Schüler der Klasse 12b von der Gesamtschule 3 unterstützten Martin Maleschka bei der Projektumsetzung unter Leitung ihres Kunstlehrers, dem engagierten Kulturaktivisten Winfried Belgard. Als Lehrer finde ich das ganz wunderbar, wenn meine Schüler Künstler kennenlernen und in Projekten eingebunden sind, weil ich denke, dass man da viel nachhaltiger und viel besser lernt als im Unterrichtsraum. Ein Kunsterziehungskurs, in dem durch die Stadt gewandert, haben Skizzen gemacht, wir haben Fotos gemacht, wir haben filmisch etwas dokumentiert in der Stadt, stadträumlich. Parallel dazu an einem Bauhauswettbewerb teil, wurde ausgelobt von der Architektenkammer Berlin-Brandenburg. Und da geht es eben darum, einen dreiminütigen Film zum Thema Mein Bauhaus, meine Moderne zu machen. Wir waren im Depot gewesen, haben dann Sachen, die er rausgesucht hatte, in die Wohnung gebracht. Und dann war eine Schülergruppe von uns da gewesen, hat hier die Wände abgekratzt, also die Tapete. Und mitgeholfen hat, diesen Teppich rauszurollen, das alles zu weiß zu streichen. In der Küche, da müsste eben dann noch mit Holzfurnier die beiden Hängeschränke beklebt werden. Und die ganzen Gegenstände müssen natürlich noch gesäubert werden. Das ist auch nochmal ein großer Akt, weil ich habe gar nicht gezählt, wie viele Gegenstände noch in diesen Kisten verpackt sind. Gibt schon noch was zu tun. Am 16. Juni wurde die sogenannte Wohnmaschine feierlich eröffnet. Die ersten Besucher nutzten die Gelegenheit, etwas über die Geschichte Eisenhüttenstadts zu lernen, sich womöglich gar vom Stil des Bauhauses inspirieren zu lassen oder einfach in Erinnerung zu schwelgen. Hier sind so viele Gegenstände, die mich begleitet haben. Also fast jedes zweite Teil erkenne ich wieder. Also die meisten Erinnerungsmomente sind immer wieder der An- und Verkauf, ob bei mir im Dorf oder woanders, ne, wo man einfach sieht, wo man einfach merkt, Mensch, das hatte ich doch schon in der Hand. In den Alltagsgegenständen, die uns hier jetzt sozusagen gegenüberstehen, findet, glaube ich, jeder, der in der DDR groß geworden ist, sich selber und seinen Haushalt wieder. Der Kochtopf, der dort beispielsweise steht, mit dem koche ich doch tatsächlich zu Weihnachten immer noch meine Kartoffelklöße. Also nicht mit demselben Topf, sondern mit dem gleichen. Das gleiche Muster, die gleiche Farbe. Ich habe jetzt sehr geschmunzelt. Schön. Bis zum 27. Oktober dieses Jahres können sich Interessierte an jedem Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr die Installation ansehen. Tickets sind im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR erhältlich. Wer die untypische Museumswohnung außerhalb der Öffnungszeiten besichtigen möchte, meldet sich ebenfalls beim Dokumentationszentrum. EWG. 65 Jahre besser wohnen.